Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich seine Sandfilteranlage mit Filterballs befüllen und somit natürlich auch die Filterbälle richtig wechseln kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Mein Modell von Bestway ist im Moment noch mit Sand befüllt und diesen möchte ich jetzt einfach mal gegen solche Filterbälle hier austauschen. Das Ganze funktioniert natürlich bei anderen Herstellern bzw. bei einer anderen Kesselgröße relativ ähnlich. Meine Pumpe ist ausgeschaltet und jetzt müssen wir erst einmal darauf achten, dass kein Wasser mehr von unserem Pool durch die Schläuche zu unserer Sandfilteranlage gelangen darf. Bei mir geht es am leichtesten, wenn ich mal meine Düse durchdrehen, hier aus dem Anschluss rausnehme und dann gibt es auch schon solche speziellen Stopfen hier und die kann ich jetzt einfach mit der Nase voran in meinen Anschluss gut hineingeben. Falls es bei dir nicht so leicht gehen sollte, dann auf der Rückseite am besten mal die Schlauchschelle lösen und wenn du Glück hast, dann hast du natürlich auch noch ein spezielles Ventil, was man einfach zudrehen kann. Beim zweiten Anschluss natürlich dasselbe Spiel nochmal. Im nächsten Schritt sollten wir das Mehrwegeventil mal auf geschlossen stellen. Das ist bei mir hier dieses kleine X, um einfach so wenig Wasser wie nur möglich aus dem System zu verlieren und dann können wir das Mehrwegeventil auch schon vom Kessel abmachen. Hierfür müssen wir beim Spannring mal beide Schrauben gegen den Uhrzeigersinn komplett lösen, dass wir diese auch entfernen könnten. Und wir können den Spannring auch schon ganz einfach abmachen. Nun das Mehrwegeventil ganz einfach nach oben mal abnehmen. Hier ist es übrigens auch ganz normal, dass etwas Wasser noch aus dem Kessel rauskommen kann. Und dann können wir unsere Pumpe auch mal etwas nach oben heben, dass sie sich vom Kessel löst. Und das Mehrwegeventil am besten noch auf eine Erhöhung abstellen, so dass dieser Schlauch hier einfach nicht knicken kann. Um das restliche Wasser aus dem Kessel zu bekommen, befindet sich auf der Unterseite normalerweise noch ein Entleerungsventil und das kann ich ganz einfach gegen den Uhrzeigersinn lösen und dann sollte auch schon das restliche Wasser rauslaufen. Wenn kaum noch Wasser kommt, können wir unsere Kappe mal wieder im Uhrzeigersinn ordentlich draufdrehen. Und bei so einem relativ kleinen Kessel wie bei mir entweder schauen, dass wir diesen einmal etwas umkippen können, dass der Sand natürlich auch schon von alleine rauskommt. Oder aber auch gerne mit der Hand erstmal etwas nachhelfen. Dasselbe Spiel können wir natürlich auch mit so einem kleinen Behälter hier machen. Und bei einem größeren Kessel würde ich aber auf jeden Fall zu so einem speziellen Nass-Trockensauger greifen. Denn damit geht es natürlich tausendmal leichter. Wenn wir den Sand draußen haben, sollten wir natürlich noch schauen, dass wir unseren Kessel jetzt ordentlich reinigen. Das geht am besten einfach mit einem ganz normalen Gartenschlauch und dann das Ganze wirklich sauber ausschwenken. Und wenn mein Kessel wieder sauber ist, muss ich beim Einsetzen eigentlich nur darauf achten, dass sich hier unten eine kleine Nase befindet. Hier am Kessel das Gegenstück und das muss natürlich auch dementsprechend übereinstimmen, dass sich der Kessel nicht mehr hin und her bewegen lässt. Laut Bedienungsanleitung passen in meine Sandfilteranlage genau 36 Kilogramm Filtersand, was laut der Tabelle auf der Rückseite von meinen Filterbällen genau 1000 Gramm bzw. auch 1 Kilogramm Filterbälle entspricht. Eine Verpackung hat 500 Gramm, weswegen ich zwei solche Verpackungen mal lose in meinen Kessel hineingebe. Der Kessel ist richtig befüllt und jetzt geht es mal darum, dass wir unser Mehrwegeventil wieder auf den Kessel aufsetzen. Zuerst schaue ich mal, dass meine Pumpe hier unten wieder sauber einrastet. Die passt auf jeden Fall und beim Kessel eigentlich nur darauf achten, dass das Gegenstück vom Mehrwegeventil auch auf das entsprechende Rohr hier in der Mitte sauber aufsetzt. Das schaut auch schon gut aus, weswegen wir auch mal unseren Spannring wieder draufgeben können. Danach beide Schrauben im Uhrzeigersinn wieder festdrehen. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass zuerst die erste Schraube anpackt, dann die zweite Schraube und dann können wir diese abwechselnd wirklich einmal wieder ordentlich festdrehen. Die Sandfilteranlage ist auch schon wieder richtig zusammengebaut und jetzt können wir mal beide Schläuche zu unserem Pool wieder öffnen. Da unser Kessel jetzt noch voller Luft ist, müssen wir die natürlich aus dem System noch rausbringen. Deswegen am besten einfach bei dem Mehrwegeventil den Hebel mal nach unten drücken und das so lange machen, bis bei unserem Anschluss D jetzt auch wirklich ordentlich Wasser rauskommt. Bei mir sollte das auf jeden Fall passen, weswegen ich den Hebel mal loslassen kann und die Anlage ist auch schon grob entlüftet. Falls du sie noch detaillierter entlüften möchtest, dann habe ich hierfür natürlich auch schon ein extra Video auf meinem Kanal mal erstellt.
Zum Schluss können wir unsere Sandfilteranlage mal wieder in Betrieb nehmen und somit haben wir diese auch schon richtig mit Filterbälle befüllt. Noch als kleiner Hinweis, diese sollten wir auf gar keinen Fall rückspülen, da im schlimmsten Fall irgendwie das System sogar verstopft werden könnte. Aber wir können sie in der Waschmaschine waschen und hierfür habe ich natürlich auch schon ein extra Video auf meinem Kanal erstellt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Nass-Trockensauger, eine stärkere Sandfilteranlage oder auch solche Filterbälle hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.